Guck mal so, wir haben eine Spuckplakette. Was machen wir jetzt damit? Ich versuche mal zu verkaufen, weil ich erinnere mich jetzt wirklich nicht mehr. Wie viel geben Sie mir für diese Plakette? Kein Interesse. Was soll das heißen? Die ist unheimlich wertvoll. Für ein Stück Spucke auf einer Planke? Das ist nicht irgendein Stück Spucke. Ach ja? Was ist daran so besonders dran? Was ist denn so besonders daran? Die Spucke ist von dem Mann, der LeChuck getötet hat. Wirklich? Das steigert den Wert natürlich enorm. Enorm. Und irgendwie mag ich Bronze. Ich gebe dir 6000 Goldstücke dafür. Ach. Hast du jetzt gemacht? Ja. Wie viel Geld haben wir jetzt? 6129. 6247. Ja, irgendwie sowas. Ja. Kriegen wir das Glasbodenboot. Das Glasbodenboot. Das Problem ist, wir wissen noch nicht, wohin. Wir müssen zur Mad Monkey, aber wir wissen nicht, wo das Schiff ist. Das müssen wir erst noch rausfinden. Ja. Dafür müssen wir in die Bibliothek, um Mad Monkey rauszufinden. Würde ich so sagen, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mal geraten. Klingt plausibel. Ja, so, machen wir hier. Aber wir haben M schon durchgeguckt und da war nichts mit Mad Monkey. Oder? Gucken wir nochmal. Hauptstation. Wir brauchen ja immer noch die Kostümdings. Ja. Naja, fahren wir mal zu Fat Island. Wo willst du hin, Mann? Library. Medizin? Logbuch? Noch mehr Logbuch? Okay. Magie? Lex? Enzyklopädie der Seefahrt? Enter ist immerhin, woran erkennt man den Freibeuter heute? Mathematik? Stealth-Segler? Medizin? Mode? Monster? Sieg. Gucken wir doch mal irgendwie unter S wie Schiff. Schiff oder Schatz oder so. Skep Island, eine kleine Geschichte von Skep Island. Schätze, die Schatzinsel. Schätze, siehe auch Big Whoop. Na, das haben wir ja schon zurückgegeben. Schiffswracks, berühmte Untergänge, Handbuch für Schatzberger. Das sollte ich mir merken. Selbstbezug. Siehe Selbstbezug. Der ist schön. Selbsthilfe, wenn Piraten zu sehr lieben. Mhm. Selbsthilfe, ohne Menschenfleisch leben. Bekenntnisse eines Ex-Kannibalen. Spiel und Spaß, was tun bei Flaute. Die kompletten Regeln für 100 Partyspiele inklusive Flaschendrehen. Spiel und Spaß, Mann über Bord. Unterhaltsame Methoden, die letzten Vorräte an Bord zu verteilen. Doppelhaken-Otis, Boxkarriere eines zweifach Amputierten. Sprüche, Sprache, Piratensprüche, die Eindruck machen. Solitär, 1 Million Wege, Solitär zu spielen, von Herman Toothrot. Stochastik, Sie können nur verlieren. Warum sich Glücksspiele nicht lohnen? Mhm. Wieso die Bank gewinnt, Fortsetzung von Sie können nur verlieren. Na gut, es gibt einen Trick. Fortsetzung zu Wieso die Bank gewinnt. Die 7 Todsünden. Gut. Wir haben ja jetzt versunkene Schätze. Willst du die Todsünden auch? Nee, brauchen wir ja noch mal irgendein Buch. Ah, na komm, wir machen jetzt erstmal hier. Entschuldigen Sie, Miss. Was wollen Sie denn diesmal? Warum haben Sie da hinten einen Leuchtturm?
Demnächst wird ein neuer Leuchtturm gebaut. Aha. Das ist das Modell des Architekten. Nicht schlecht für einen Leuchtturm. Ja, und er wird auch sehr hell. Er wird die größte und stärkste Linse der Karibik haben. Aha. Ich würde es am Modell demonstrieren, aber die Birne ist kaputt. Ich suche ein Buch. Welches Buch suchen Sie denn? Oder wie war das da? Ja. Haben Sie berühmte Untergänge? Okay, hier ist es. Sonst noch was? Nein. Ich brauche vorerst keine Bücher mehr. Bedenken Sie, Schweigen ist Gold. Und flüstern. Berühmte Untergänge. Hier steht, die Mad Monkey sank anstelle 40N84W. Schreibt mal bitte auf, 40N84W. Also die Info brauchen wir dann noch. Mhm. So, das wissen wir jetzt. Müssen wir jetzt zu dem Kartenpinsel oder reicht das, wenn wir es mit Brett sagen? Der Dennis guckt gerade wie ein Karpfen. Wir wollten doch das mit dem Glasbodenboot machen. Ja, aber du musst... Achso, da ist kein Dread. Ja. Ja, dann nicht. Gesucht. Guybrush Threepwood. Haben wir schon gesehen. Für den Mord an G.P. LeChuck. Ebenso für die Verwendung von Hexenkräften an Largo LaGrande. Den Diebstahl von Kleidung, medizinischem Haarersatz für diese Hexenkräfte. Grabräuberei. Hausfriedensbruch. Entwendung fremder Gegenstände. Illegales Wetten, Benutzung gefälschter Papiere für den Kauf von Alkohol, Übertreten der Grenzwerte von Nagerfleisch in einer Vichyssoise, vorzeitige Beerdigung eines nicht toten Individuums, Vandalismus an einem historischen Modell, nicht genehmigten Ausgang aus einer Verwahranstalt, Vortäuschung eines staatlichen Postbotes, Drinkmixing ohne Lizenz und der Freilassung eines gefährlichen Reptils in einer besiedelten Gegend. Das wird jetzt immer mehr. Genau. Ah ja. Also ich finde ja auch, ich glaube, wir können das Poster verschönern. Guck mal. Das ist Captain Kate. Du willst echt die 6.000 sparen. Egal wie, oder? Egal wie. Das arme Mädel hat dir nichts getan, du lässt die jetzt in den Knast werfen. Weil ich es kann. Der Karpfen, den brauchen wir noch. Ja. Oh nee, die Arme. Guck, da ist sogar unschuldig hier. Entschuldigung. Sind Sie nicht Guybrush Threepwood? Nein, mein Name ist Kate Capsize. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Kate, wie? Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Aber Guybrush. Vielleicht haben Sie einen Ausweis dabei. Mein Ausweis ist auf dem Schiff. Warten Sie, ich hole ihn schnell. Netter Versuch, Mr. Threepwood. Ich weiß nicht, wie Sie ausgebrochen sind, aber ich bringe Sie zurück. Komm, wir sind so nett, wir holen Sie denn mal raus. Nein, wir wollen doch Ihr Schiff. Nein. Nein, wollen wir nicht. Wir sind lieb. Wir wollen das Schiff nicht. Schließlich sind wir Piraten. Genau. Sind nett! Nett! So, wo war hier nochmal das Gefängnis? Da, wo Jail drüber steht. Oh nein, sie rennt rum. Ihr könnt mich nicht gefangen halten! Guck mal, da ist ein vanillefarbener Umschlag. Guybrush Threepwood. Verhaftet wegen zahlreicher Vergehen. Behauptet, reingelegt worden zu sein. Was ist denn da in dem Umschlag? Hey, da ist etwas Banalgrog drin. Wofür brauchten wir Banalgrog? Das sehen wir später. Ah, okay. Wer ist überhaupt dieser Peepwind? Na, der Barkeeper hat gesagt, sie hat den letzten Banalgrog. Ich finde schon einen Weg hier raus. Lassen wir sie mal raus. Wir brauchen sie noch. Also benutze kleiner Schlüssel in Zellentür. Hey! Oha! Ich kann es erklären. Danke, dass du mich da rausgeholt hast.
Entschuldigung, wenn ich nicht bleibe. Aber ich muss den Kerl finden, der mich da reingebracht hat. Ja, dann. Ist zum Drehenhaken. Ich weiß, es geht gerade nicht. Hagen muss ein energetisiertes Erfrischungsgetränk, bevor wieder die Schmusi-Szenen kommen. Von totgeglaubten Chemikalien. Ah. Ich gehe mal zum Wasserfall. Wer jetzt noch nicht pieseln musste, da geht der Dennis mal dezent zum Wasserfall. Jetzt. Ja, du machst doch hier so Wassergeräusche. Wassergeräusche. Ich wollte hier nur authentisch bleiben. Ja. So, guck mal, hier ist eine Puppe. Ja, haben wir gehabt. Ah, den Engländer, ah ja. Jetzt benutzen wir den Engländer mit der Pumpe. Ja, okay, den hätte man nicht retten können, den Joke. Ja. So, ich Pumpe aufgeschrieben, ja, hast du. Guck mal, da ist ein neu entdecktes großes Loch. Hinterm Wasserfall, wie wir vorher schon wussten. Ja. Oder? Ja. Also schreibt man vielleicht dazu, Pumpe steuert den Wasserfall oder speist den Wasserfall. Und guck mal, was hinter dem Wasserfall ist. Ein Rohrleitungssystem. Das ist so ein Gang quasi. Ein Gang. Ja. Du willst jetzt nicht, dass ich aufschreibe, schreibe Gang. Industriegang. Schreib mal Industriegang auf. So, dann gehen wir hier durch die Tür. Und da ist noch ein Gang. Was? Wo? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich bin nur da durch die Tür gegangen und dann kam ich. Noch ein Gang. Aber da ist jetzt wieder rund. Und. Wir sind unten an der Klippe. Ja. Oh, das ist ein Loch. Sieht wie ein großes Loch aus. Was ist da oben? Ein Haus. Wir sehen jetzt an dem Strand von dem Häuschen. Links auf der Karte. Genau. Ah ja. So. Wer lebt da auch nochmal? Ah, der kleine Mart lebte da. Nee, nicht der Kleine. Das war ja der auf Booty. Aber wir sind auf Fat Island, genau, da lebt ja der andere, ja. Ja? Was willst du? Das ist der grogsaufende, was weiß ich wie, ja. Ne? Und der, guck mal, der hat schon eine rote Nase. Ich suche eine Karte. Ach komm, jetzt machen wir da jetzt nicht lang rum. Ich suche eine Karte. Ich wusste es. Hört zu, Knabe. Ich habe die Schnauze voll von euch, möchte gern Schatzsuchern. Ich habe dieses Haus erst vor 2 Monaten gehabt. Und jeden Tag höre ich immer wieder, klopf, klopf, gibt es hier zufällig einen Schatz? Warum könnt ihr einen einfachen Piraten im Rentenalter nicht zufrieden lassen? Ich bin Guybrush Threepwood, stirb! Ich bin Guybrush Threepwood, stirb! Also, kämpfen willst du, ja? Ein Schwertkampf ist was für Feiglinge und Muttersöhnchen. Sie geben schon auf? Das ist ja viel einfacher als im ersten Teil. Ich habe eine bessere Lösung für solche Probleme. Echte Piraten klären solche Fragen mit einem Trinkwettbewerb. Trinkwettbewerb? Komm rein. Ich bereite alles vor. Grünes Auge, ne? Hast du gesehen? Das ist mein Spezialkrog. Es ist nur für die Wettbewerbe. Doppelt so viel Alkohol und Kalorien. Ich hasse es, Sachen zu verschwenden. Hier ist dein Drink. Jetzt musst du schnell austauschen, wetten? Was ich bisher hörte, hat noch niemand diesen Grog getrunken, ohne sich schwach zu fühlen. Aber ich habe geübt. Weißt du, die meisten Schatzsucher gehen wieder, wenn ich sie darum bitte. Aber du hältst durch. Damit wirst du nicht weit kommen. Aber leider nicht in mein Haus. Sicher, dass du nicht aussteigen willst?
Nein, danke. Ich bin ein Profi. Du trinkst zuerst. Wie es mir dachte. Oh, mein Kopf. Das machen wir noch mal. Du musst es bestimmt austauschen. Ja, ich wollte aber mal gucken, was hier passiert. Wieder hier, wie? Okay, bringen wir es zu Ende. Komm rein. Bringen wir es zu Ende. Ich bereite alles vor. Wir haben noch dabei Nahegrog. Mhm. Das ist mein Spezialgrog. Er ist nur für die Wettbewerbe. Doppelt so viel Alkohol und Kalorien. Ich hasse es, Sachen zu verschwinden. Hier ist dein Drink. So, benutze Flasche bei Nahegrog mit Krug mit Grog. Ich hasse verwässerten Grog. Benutze Krug mit Grog mit Loch im Boden. Du musst leerer Krug. Das klappt so nicht. Guck mal, da ist ein Nagel hier da, oder? Nee. Tisch. Baum. 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 Benutze Krug mit Grog mit Baum. Alles weg. So, jetzt benutze beinahe Grog mit. Ich komme zurecht. Ich war zu langsam. Du trinkst zuerst. Oh, du hast einen schon getrunken. Junge, du bist gut in diesem Wettbewerb. Nimm meinen, ich hole noch mehr. Also nochmal wegschütten. Okay, nimm. Benutze. Krug mit rum, mit Baum. Benutze beinahe Krog mit leerer Krug. So. Mhm. Sicher, dass du nicht aussteigen willst? Nein, danke. Ich komme zurecht. Du trinkst zuerst. Nun bist du dran. Tja. So, der Typ ist ausgenockt. Haben wir gut gemacht. Mhm. Guck mal, das ist eine Falltür. Schnappschränkchen. Er scheint das Zeug zu mögen. Mhm, sieht man. Hm. Flaschen voll rum, da ist ein Spiegelrahmen. Da ist ein Stein. Ein Stein ist ein Stein, ist ein Stein. Drücke Stein. Jupp. Oh, hast du gesehen, wer da in der Badewanne saß? So schnell konnte ich nicht gucken. Ich habe nur gesehen, die Technik, die ist cool, die will ich auch. Hm. Dieses oben drücken, auf so eine Rutsche, quer rüber und durch das Loch im Boden, zack. Also, wenn ihr gedanklich mal zurückspult, ihr könnt ja anhalten und mal zurückspulen, da saß ein Skelett in einer Badewanne. Mhm. Und der Grog-Typ ist ja in der Badewanne verhaftet. Und hat ein Stück Karte in der Hand. Der war sogar in der Badewanne, war in der Beschreibung, ne? Genau. Mhm. So. Wir brauchen allerdings, also wir müssen... Wir brauchen haben gesehen, einen Bremser, ja. Nee, wir müssen diesen Mechanismus verändern, aber dafür brauchen wir noch was. Da fehlt uns noch was. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie man da drauf kommt. Ich könnte mal gucken, ob man hier einen Hinweis findet. Also, da. Stein, Stein, Stein. Drück nochmal das Ding, dass ich nochmal den Piratentütsi-Libütli da sehe. Stein. So, jetzt will ich sehen. Ah. Ach, da. Wenn man sich nicht links konzentriert, sondern rechts, sieht man es. Mhm. Hast recht. So, wir brauchen da noch was. Aber das finden wir hier nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück.
Und dann würde ich sagen, dann heben wir mal die Bronzestatue. Also die Galionsfigur. Ach so, ja. Danke. Ich dachte, du bist jetzt bei dem Grab von dem Dingsi-Bumsi und willst das jetzt erst. Aber dann machen wir das. Ja, ist ich bin, dann machen wir jetzt erst das Grab. Ich bin flexibel. Ich war gerade nur bei die Bronzestatue verwirrt. Wo willst du hin, Mann? Ah, ey, das war's. Also, gehen wir zu Booty. Booty. Ich check hier Booty.